Hallo und herzlich willkommen zu Trailsammler. Mit Basti zusammen bin ich in Bayersbronn und wir fahren jetzt die steile Hängetour T8. Ein neues Arbeitsgerät gibt's auch. Viel Spaß beim Zuschauen. Und nach einem ca. 30-minütigen Uphill über Forststraßen sind wir hier in den ersten Trailabschnitt eingebogen. Für eine lange, fast ungeschnittene Version dieses Videos könnt ihr jetzt auf die Infokarte klicken oder ihr findet den Link in der Beschreibung dieses Videos. Ja, nochmal kurz zur Info. Also wir fahren heute die T8, steile Hängetour. Und was ich versuche einzuschätzen, ist das neue Bike, auf dem ich mich hier gerade befinde. Ihr habt es ja schon gehört, das Switchblade von Pivot fährt jetzt unter mir. Und ich habe hier Respekt vor dem nassen Gras. Ja, was mich natürlich jetzt an dem Bike extrem interessiert, ist, wie es sich schlägt im Enduro-Einsatz. Es hat weniger Federweg am Heck. Und hier hat mich die Wegquerung aufgehalten, den Satz zu vervollständigen. Statt 160 mm Federweg an meinem Lightwheel habe ich hier nunmehr 142 mm, die sich aber durch die spezielle Anlenkung mit dem DW-Link definitiv nach mehr anfühlen. So, jetzt muss ich mich mal ein bisschen auf den Trail konzentrieren, weil ich die ganze Zeit irgendwie fühle, wie das Bike hier unter mir funktioniert. Oh, wunderschön hier. Nicht so schön hingegen ist das Geklapper, welches vom Fahrrad herkommt. Hierbei handelt es sich nicht um das Rad selbst, sondern um das Rattern der Icetec-Bremsbeläge in den Bremskörpern der Shimano XT-Verzögerungsanlage. Ein bekanntes Phänomen, sehr nervig, aber mit einem einfachen Trick auch leicht zu beheben. Wen es interessiert, der findet einen nützlichen Link in der Videobeschreibung. Da musste man jetzt gut aufpassen, um die Kurve gut durchzukommen. Ich muss dran denken, dass ich kein Kaschkor mehr, also kein Schaumstoffeinsatz mehr, hinten im Reifen habe. Und dass so Steinecken mir auch schnell einen ordentlichen Platten reiten können. It's your turn. Wow, ich muss mich voll konzentrieren hier. Klasse. Vorsicht heißt, man muss schieben, oder? Vorsicht heißt, du musst Bremse auflassen. Ach so. Also, dann fahre ich jetzt mal ganz dicht auf. Oh ja. Heißt, wir müssen die Linie noch mal genauer an. Diese Stelle ist wirklich anspruchsvoll und unsere Stolperbike-Versuche geben einen guten Eindruck, wie schwierig es hier ist, durchzukommen, wenn überhaupt möglich. Ihr wart schon hier und habt die Stelle geschafft? Dann lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wir wollen mit euch nach Bayersbronn und es live erleben. So, wir haben jetzt gerade nochmal die Kamera gewechselt und Basti hat sich netterweise bereit erklärt, nochmal Kameramann zu spielen. Insofern fahre ich jetzt vor und wir machen uns auf den Weg zur nächsten Station. Hoffentlich gibt es da auch ein bisschen Verpflegung, beziehungsweise haben wir Riegel mit, aber wir schauen mal, was sonst noch so geht. Schade, leider hat hier ein Teil von Bastis Rucksack gegen das Mikro der GoPro geschlagen. Das lenkt aber nicht von den Hammer-Trails mit Panorama ab. Hierfür lohnen die langen Anstiege innerhalb der Route des T8 allemal. Die Anstiege zeige ich hier nicht, jedoch sollte man dies unbedingt berücksichtigen, wenn man nach Bayersbronn fährt.
Die Trailmeter müssen hier sportlich erkämpft werden. Somit ist Baiersbronn ein Trailcenter und kein Bikepark. Und das ist auch genau das, was mir gefällt. Kennt ihr noch mehr solcher Trailcenter in Deutschland? Gebt mir konkrete Tipps, wohin die Reise lohnt, oder ladet mich direkt ein. Die schiere Vielfalt an verschiedenen Trails mit wechselnder Bodenbeschaffenheit und technischen Herausforderungen sollte besonders bei dieser nun startenden langen Abfahrt offenbaren, um was für ein Mountainbike-Paradies es sich hier in Baiersbronn tatsächlich handelt. Aber seht selbst. Du bist neu hier auf dem Kanal und dir gefällt, was du siehst, dann abonniere diese Trail-Sammlung und schau dir kommende und bereits gesammelte Trail-Dokus an. Wenn du ein alter Hase bist und schon viele Videos von mir gesehen hast, dann wird's aber allerhöchste Zeit für ein Abonnement. In jedem Fall vielen Dank. Haha! Mann, wow! Boah, das war mega. Hallo? Was war das für ein Trail? Okay, das können wir ein paar Mal fahren. Und vor allem auch lang. Nach diesem Trail-Intermezzo war es allerhöchste Zeit für eine Stärkung. Wen es interessiert, die Sieberei im Obertal ist ein empfehlenswertes Restaurant. Seht den Link in der Videobeschreibung für eure Pausenplanung, wenn ihr selbst nach Baiersbronn fahrt. Und die Räder kann man hier auch gleich noch in Sichtweite stellen, was nicht in allen Restaurants möglich ist. Und nachdem wir uns durch diese wunderschöne Landschaft aus Speck und Käse, Gemüse und Teig gefuttert haben, hatten wir wieder richtig Lust auf Trails. Nur kurz vorher noch ein bisschen Bike-Fetisch am Fluss, was bei den vorbeilaufenden Hundebesitzern doch sehr für Amüsement gesorgt haben dürfte. Ja, Shoutout zu meinem Partner vom Kanal, die mir dieses Bike jetzt für ein Jahr zur Verfügung stellen. Schöne Grüße an die Bikepacks. Oh. Folgt dem Basti jetzt einfach auf seinen Kamikaze-Leinchen. Und finde meine eigenen auch noch. Also gut, Basti ist nochmal Kameramann.
Dieses komische Geräusch war das Pfui-Bäh, denn Basti hat hier eine Fliege gefressen, eine weitere, allerdings unfreiwillige kulinarische Spezialität der Region. Eine Spezialität ist hier auch dieser Trail, der schon wieder mit neuen Gegebenheiten überrascht. In diesem Fall sind es Steine entlang eines wunderschönen Pfades mit gelegentlichen Panorama-Überraschungen im offenen Terrain. Für so etwas schlägt mein Mountainbiker-Herz einfach genial. Und mit diesem kleinen Trailstück durchs Gebüsch ging es zum Radweg, der uns zurück zum Parkplatz gebracht hat. Bayersbronn hat als Trailcenter einiges zu bieten und der T8 ist ein echter Leckerbissen für ambitionierte Enduristen, die die langen Anstiege zu den Trails nicht scheuen. Belohnt wird man hier mit einem unvergesslichen Tag auf dem Bike und vielen Höhen sowie Tiefenmetern auf herrlich naturbelassenen Trails. Das trifft meinen Geschmack zu 100% und ich empfehle euch wärmstens einen Besuch in Bayersbronn zu planen. Das Pivot Switchblade hat sich hier wunderbar geschlagen. Die anfänglichen Bedenken bezüglich des Federwegs waren, wie sich gezeigt hat, unbegründet. Denn auch mit in Anführungszeichen nur 142 mm Federweg war der Hinterbau in der Lage, alles am Gelände souverän zu verarbeiten. Und die Verspieltheit durch die Anlenkung des Dämpfers ist erfrischend und motiviert zum Hüpfen und Spielen mit dem Trail, wo es nur geht. Ich bin begeistert und freue mich auf weitere Abenteuer mit dem Bike. Wollen wir mal sehen, wie es sich in den Alpen schlagen wird. Bis es soweit ist und ich euch zum nächsten Video begrüßen darf, sage ich auf bald, euer Arvid alias Trailsammler. Ciao.